Bis jetzt ist es hier noch sehr ruhig. Das soll sich aber schon ab August ändern. Hier in der Thomas-Münzer-Straße in Sandow entstehen neue Asylbewerberunterkünfte. Gegenüber der Kalblechen-Grundschule haben früher Schüler des Max-Demberg-Gymnasiums gewohnt. Doch ein Block steht jetzt weitgehend leer und kann so für die Flüchtlinge genutzt werden. Denn die Unterkunft unterliegt den gleichen Rahmenbedingungen, die für Deutsche gelten. Also wir bringen ja in der Stadt Cottbus bisher, und da sind wir auch stolz drauf, unsere Flüchtlinge und Asylbewerbenden in Wohnungen unter. Also nicht in sogenannten Sammelunterkünften mit großen Gemeinschaftsräumen, mit großen Schlafräumen, sondern dass die Individualität und die Persönlichkeit gewahrt werden kann. Jede Wohnung verfügt über eine Küche, ein Bad und den Wohnräumen. 40 Personen können dann in der Thomas-Münzer-Straße beherbergt werden. Vorrangig Familien und Alleinstehende mit Kindern werden hier unterkommen. Für Fragen und Probleme steht den Flüchtlingen dann immer ein Ansprechpartner im Büro des Hauses bereit. Bis Ende 2015 nimmt Cottbus 650 Asylbewerber auf. Aber natürlich werden nicht alle in Sandow untergebracht. Wir haben eine Gemeinschaftsunterkunft, die beherbergt die Mehrzahl aller Ankommenden erstmal. Also die, die uns von der Erstaufnahmeeinrichtung Eisenhüttenstadt geschickt werden, gehen in der Regel erstmal in die Gemeinschaftsunterkunft in der Regelstraße. Wenn dann der Prozess sich gestaltet und man merkt, gerade bei Familien, die sind engagiert, die sind sozialisiert, ich verkürze das mal mit diesem Begriff, dann kann man ihnen eigenen Wohnraum anbieten. Das geschieht über das ganze Stadtgebiet hinweg. Und dann, glaube ich, die Mehrzahl der Bürger nehmen die dann gar nicht mehr wahr, weil die Kinder gehen normal zur Schule und die Eltern, wenn sie denn können und die Ausbildung haben, gehen auch Beschäftigung nach. Die Cottbusser haben allerdings geteilte Meinungen zum Flüchtlingsheim gegenüber der Grundschule. Ich habe nichts dagegen und ich habe auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und ich meine, das sind Menschen, die sind aus ihrer Heimat weg. Und wer geht schon gerne aus der Heimat weg? Das hat schon seinen Grund, denke ich mal. Und wenn alles so gut passt und sie sich hier wohlfühlen und man sie gut aufnimmt, finde ich schon in Ordnung. Bei uns zum Beispiel, wo wir wohnen, haben wir ziemlich viele Russen. Warum sollen die nicht auch hier leben? Oder diese Asylanten? Meine Meinung, wir hatten mal gerade zu dieser Thematik eine Regelung, dass man vor Schulen, und das hat Berlin bewiesen, viele Probleme gekriegt hat. Und wir können es ja nicht besser treffen. So ist meine Antwort zu dieser Thematik. Trotzdem stehen viele den Flüchtlingen positiv gegenüber. Auch die Spendenbereitschaft der Cottbusser ist sehr groß. Beispiel dafür ist die Aktion der SPD in Sachsendorf. Viele Bürger haben Schulmappen für die Flüchtlingskinder gespendet, damit diese ganz normal in die Schule gehen können. Auch weiterhin sind Spenden aller Art gern gesehen.